In diesem Video geht es um 3 unbekannte Personalmarketing-Strategien, die Sie unbedingt einsetzen sollten, wenn Sie mehr und bessere Bewerbung erhalten wollen, aber auch, wenn Sie direkt in den ersten Tagen die neuen Kolleginnen und Kollegen begeistern wollen von Ihrem Betrieb. Viel Spaß bei diesem Video. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Maximilian Nolte, Gründer und Geschäftsführer der Sanul Media GmbH. Und wir beschäftigen uns tagtäglich mit Personalmarketingstrategien. Größtenteils online. Aber ich habe jetzt mal ein Video aufgenommen, wo wir wirklich so die besten geheimen Tipps und Tricks von unseren Betrieben hier preisgeben werden, was die so machen, um halt noch bessere Bewerbung zu bekommen. Oder aber auch, um das ganze Thema Mundpropaganda, was so ein ganz, ganz effektives Mittel ist, noch weiter in der Region voranzutreiben. Und der erste Punkt, der elementar wichtig ist, den ich immer wieder festgestellt habe, dass der wirklich einen Rieseneffekt hat und kaum was kostet, ist, dass wir neuen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern etwas zuschicken per Post, nachdem sie 5 Tage bei uns waren. Also ich mache mal ein plastisches Beispiel. Kraftfahrer startet nach der ersten Arbeitswoche, nach den ersten 5 Tagen, egal ob er jetzt im Fernverkehr ist, im Nahverkehr ist, kriegt er zum Beispiel einen Kasten Bier nach Hause geschickt. Oder aber wenn man sagt, nee, Alkohol möchte ich nicht verschicken, das ist nichts, ich will lieber irgendwie was anderes verschicken, dann haben wir auch noch eine andere Variante, dass wir so einen Willkommenskorb von unserer Spedition einfach zuschicken. Das kann dann gleichzeitig auch nach Hause gehen zu der Frau zum Beispiel, dass man die, wenn man den Namen hat, auch noch mit erwähnt. Je nach Betriebsgröße ist das manchmal üblich. Und schon haben wir wirklich direkt einen richtig guten Eindruck. In diesem Willkommenskorb ist dann zum Beispiel sowas drin wie, naja, vielleicht Salami aus der Region oder ein Gutschein für Grillfleisch, wenn gutes Wetter ist. Ein besonderer Senf oder ein besonderer Schinken. Einfach Lebensmittel, die ein bisschen hochwertiger sind und für den Kraftfahrer oder für den neuen Mitarbeiter einfach auch eine sehr, sehr nette Geste sind. Genau das Gleiche können wir natürlich auch in anderen Positionen machen. Wir haben vielleicht eine Dame, die bei uns im Personal anfängt oder im Bereich Dispo oder im Bereich Abrechnung. Warum schicken wir hier nicht einfach einen Blumenstrauß nach 5 Tagen nach Hause? Oder auch einen Willkommenskorb, einen Essenskorb. Das sind wirklich Kleinigkeiten, die kosten uns als Betrieb auch wirklich gar nichts. Plus wir haben sogar noch die Möglichkeit, steuerfrei bis 40 Euro hier etwas zu machen. Es wird aber meistens vergessen. Warum? Weil es wieder irgendwo gepflegt werden muss, dass automatisch bzw. dass irgendwo eine Erinnerung hochkommt, dass dann jemand etwas kauft und verschickt. Aber heutzutage gibt es dafür Dienstleister. Wir richten zum Beispiel auch Automatismen ein, dass wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin neu startet, dass dann automatisch eine Nachricht rausgeht an die Person, die dafür dann verantwortlich ist, im Bereich Personal, Achtung, Herr XY ist jetzt 5 Tage da, bitte folgende Bestellung auslösen, Kasten Bier oder Willkommenskorb. Und dann kann das auch automatisch an den Dienstleister übermittelt werden. Und dieser erste Punkt ist sowas von effektiv. Nicht nur begeistert er direkt von Ihrem Betrieb, es wird auch dafür sorgen, dass der Kraftfahrer das weitererzählt. Dass der ein Foto macht und in seine WhatsApp-Gruppe oder bei Facebook hochlädt. Und automatisch erzeugen Sie Inhalte, die Sie vorher nie hatten. Nur mit einer Geste. Der nächste Punkt, der wird bei größeren Betrieben oft schon strategisch angewendet, und zwar ist das ganze Thema Jubiläum. Warum setzen wir nicht einfach mal verschiedene Tage im Jahr an, wo wir unsere Jubilare sammeln und dann aber vorher auch die Presse informieren und darüber einen Presseartikel schreiben lassen für unsere regionale Zeitung? Zum Beispiel Spedition Hans Meyer, 3x20 Jahre, wir ehren unsere Mitarbeiter. Blumenstrauß wird übergeben, vielleicht noch ein Zertifikat und dann eine kleine Danksagung und schon gibt es ein Bild in der Zeitung. Das hört sich vielleicht erstmal plump an, aber es hat einen großen Effekt, weil es einfach immer noch die Region interessiert, was lokal so gemacht wird. Das heißt, es wird ja auch nicht nur in der lokalen Zeitung im normalen Paper sozusagen erscheinen, sondern auch online. Das heißt, es rankt bei Google. Wenn Sie den Namen richtig natürlich auch durchgeben, logischerweise, und jemand bei Google dann Ihren Namen oder Ihren Betrieb eingibt, kommen auch diese Artikel irgendwann hoch. Das sind Assets, digitale Assets, die Sie da auch mit ganz, ganz wenig Aufwand erzeugen. Auch hier einfach einen Automatismus einrichten, dabei können wir helfen. Mitarbeiter XY ist 20 Jahre da, bitte einen Tag organisieren mit allen Jubilaren, die dann da auch noch dazu rutschen, und Presse vorher informieren. Selbst wenn die dafür ein bisschen Geld haben wollen, dann kriegen die das halt, weil das sind digitale Assets, die wir, oder grundsätzliche Assets, einfach erzeugen. Und der dritte Punkt ist einer der wirklich mächtigsten Punkte, die uns auch so gut wie gar kein Geld kosten, aber dafür sorgen, dass wir immer mal wieder langfristig auch in dem Gedächtnis oder in dem Kopf unserer Mitarbeiter bleiben, die gar nicht bei uns aktuell arbeiten. Was meine ich damit? Und zwar geht das an die Leute raus, die mal ein Bewerbungsgespräch bei uns hatten, wo wir vielleicht gesagt haben, passt noch nicht so richtig, oder aber auch,
die von sich aus gesagt haben, nein, ich möchte da doch nicht arbeiten, das passt nicht so zu mir. Wir haben uns einfach nicht irgendwie auf Augenhöhe getroffen oder wir konnten uns nicht einig werden. Und da sind ganz oft richtig gute potenzielle Mitarbeiter dabei. So, und die Strategie ist jetzt, einmal im Jahr an Weihnachten eine Weihnachtsgrußkarte, eine Postkarte rauszuschicken, wo Sie als Personalchef oder als Geschäftsführer einfach mal wirklich unterschreiben und dann geht das an diese Personen raus. Und jedes Jahr, die werden sich vielleicht nicht direkt wieder bewerben, aber jedes Jahr haben sie ein Lächeln ins Gesicht. Das wird ganz oft wirklich schon auch von großen, guten Unternehmen projiziert oder abgebildet. Jedes Jahr haben sie ein Lächeln von diesem potenziellen Mitarbeiter ins Gesicht gezaubert und die Person wird an sie denken. Und gerade zum Ende des Jahres werden Personen auch mal nachdenklich. Ist dieser Job noch das Richtige für mich? Ich habe jetzt vielleicht auch Urlaub oder die Saison ist langsam weniger geworden. Und dann ist es so, dass die tatsächlich auch noch mal auf sie zurückkommen. Und so eine Postkarte kostet nur Porto und es kann einfach auch, der Text kann gedruckt werden und es muss nur unterschrieben werden. Sie müssen kein Werbebudget in irgendwelche Marketingkampagnen investieren, keinen riesen Tamtam betreiben, sondern einfach was ganz Simples mit einem Dokument oder mit einer Postkarte, es kann auch ein kleiner Brief sein, an diese Person rauszuschicken und einfach mal Danke zu sagen, viel Erfolg für das neue Jahr zu wünschen. Und das war es schon. Gar nicht auch den Call to Action jetzt auf Ihre Karriereplattform machen, sondern einfach Danke sagen und dass wir uns freuen, dass wir Sie mal kennengelernt haben. So, Punkt. Und irgendwann werden wir zurück auf Sie zurückkommen. Oder wenn Sie eine Marketingkampagne machen, werden diese Leute darunter kommentieren, dass sie ein super Bild von Ihnen haben. Oder Sie werden sich bewerben und Sie kommen dann ins Gespräch. Vergessen Sie bitte nicht Ihre aktuellen Mitarbeiter. Das kann genauso effizient sein, dass Sie das einfach machen. Weil diese Leute natürlich auch jeden Tag für Sie Werbung machen können oder Sie können auch Demarketing machen. Das bedeutet, Sie gehen einfach in Ihre Gruppen oder im Familienstammtisch und sagen, Mensch, unser Chef wertschätzt uns einfach nicht mehr, da kommt nichts mehr, wir müssen nur noch Überstunden machen, da passiert nicht mehr viel. So, und das kann natürlich auch deutlich mit Demarketing sein, deswegen denken Sie einfach an Ihre Belegschaft. Und wenn Sie diese drei Tipps einfach mal wirklich umsetzen, jetzt einfach umsetzen oder Sie delegieren es, dann kann ich Ihnen sagen, Sie werden bessere Bewerbung bekommen, von der Qualität her, weil die Leute sich viel mehr identifizieren mit Ihrem Betrieb. Sie werden es wertschätzen, Sie werden das publizieren bei Facebook, bei Instagram, in den WhatsApp-Gruppen, bei Telegram in den Gruppen, in Facebook-Gruppen, überall. Sie werden es auch Freunden erzählen und es wird einfach ein automatischer Zinseszins entstehen, weil das einfach immer weitergetragen wird und immer mehr wird. Plus Sie machen dann irgendwann noch vernünftige Marketingkampagnen, dann kann ich Ihnen sagen, mehr Bewerbung und bessere Bewerbung. Wenn Sie dabei Hilfe wollen und das umgesetzt haben möchten und auch in einem schnellen Zeitraum, dann gehen Sie auf www.sanul-media.de und dann zeigen wir Ihnen einmal, wie wir das genau machen. Plus, es gibt noch so ungefähr 10 weitere Punkte, die wir umsetzen, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Ich freue mich auf Sie.